Ich möchte euch ein Produkt vorstellen, bevor das Video richtig beginnt. Und zwar hat mir Obey diese Trackingstöcke zur Verfügung gestellt. Die Trackingstöcke bestehen aus leichtem Aluminium, sind stufenlos herausziehbar und haben ergonomische weiche Schaumstoffgriffe mit verstellbaren Handgelenkschlaufen. Es sind robuste Wolfram-Carbid-Spitzen mit integriert, können mit Gummispitzen abgedeckt oder mit Schlammteller oder Schneeteller erweitert werden. Es ist alles im Lieferumfang enthalten. Die Stöcke sind vielseitig einsetzbar und dienen eigentlich als starke Unterstützung, um sich selber auf Wanderung weniger zu belasten. Aber wie ihr gleich im Video sehen könnt, habe ich mich auf dieser Tour verletzt, sodass ich diese Stöcke anderweitig als starkes Hilfsmittel genutzt habe. Die Stöcke waren sehr brauchbar gewesen, die Produktseite ist unten in der Beschreibung verlinkt. Mit dem Code NATURIN10 gibt es 10% Rabatt. Viel Spaß mit dem Video. Oh Scheiße, ich bin gerade mit meinem Fuß irgendwie geknickt und das fällt jetzt gerade total an. Und das fühlt sich wirklich echt richtig übel an. Das habe ich bisher noch nie gehabt. Dass der Fuß plötzlich umknickt und ich plötzlich die ganze Zeit am Zittern bin. Ey. Das ist krass. Ich habe gerade richtige Schmerzen. Also richtig innerliche Schmerzen. Also durch den Knochen richtig durchging. Und ich könnte wetten, dass ich die nächsten 2, 3, 4 Tage diesen Fuß nicht bewegen kann. Alter Scheiße. Und ich wollte euch den höchsten Berg von Italien zeigen. Und das kann ich jetzt echt nicht machen mit meinem Fuß. Wir werden notdürftig genau hier unter dieser Treppe pennen. Und wenn jemand was sagt, dann ist das ein Notfall. Absolut. Was absolut der Fall ist. Und ich habe so Schmerzen drauf. Ich freue mich, wenn ich gleich in meinen Schlafsack liege. Das ist echt nicht cool. Das ist total entzündet und es schmerzt und schmerzt und schmerzt. Ich will einfach nicht aufhören zu schmerzen. Und hier pennen wir deswegen drunter. Und hoffentlich werden wir hier nicht weggeschickt. So, wir haben gerade Wurst gefressen. Und ich mit meinem verletzten Fuß werden wir hier direkt pennen. Direkt, genau da. An der Gondel. Büro. Genau, am Gondelbüro. Endhaltestelle, so ungefähr. Ich frage mich, wie die Tour morgen weiterläuft. Aber ich habe wirklich große Zweifel, dass ich irgendwie weitergehen kann. Das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Das ist sehr schlecht. Am liebsten wäre mein Fuß jetzt gesund, dass wir so eine richtige Bergtour machen können. Unangenehmer Schlafplatz, aber richtig. Ja. Aber manchmal muss das so sein. Guten Morgen. Wir haben genau hier Notfall bivakiert. Direkt auf so ein... Genau, da wo die ganzen Leute rumlaufen. Treppenhaus. Und wir haben hier Aussicht. Und mein Fuß geht sehr, sehr schlecht. Es schmerzt immer noch, ich kann überhaupt nicht drauf auftreten. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Der hat auch die ganze Nacht geschmerzt. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig widerlich. Das ist Survival-Situation. Aber zum Glück sollte es hier eine Bushaltestelle geben, der uns dann runter zum Tal bringen kann. Ja, wir haben jetzt, keine Ahnung, 7:30 oder so. Und so 14 Uhr kommt der. Guck mal, wie angeschwollen mein rechter Bein ist. Also ich habe gerade versucht, meinen Schuh anzuziehen und das ist eine absolute Qual. Ich kann überhaupt nicht drauf auftreten. Ich weiß nicht, wie ich das später machen soll. Mit dem Rucksack und so weiter. Wenn wir zum Bus gehen. Boah. Ist richtig widerlich. Toll. Und dabei wollten wir eine richtig geile Tour machen. Genau, hier haben wir gepennt, wo die ganzen italienischen Leute langlaufen. Das sind nur Italiener. Und nur Italiener hier. Genau, so sieht das hier aus, wo wir gepennt haben. Das ist direkt an der Haltestelle von der Gondelbahn, die aber gestern das letzte Mal gefahren ist. Das ist geil. Aber hier sollte es einen Bus geben, was Gutes. Mein Bruder baut das zusammen, weil ich bin wirklich richtig gehandicapt. Ich kann das überhaupt nicht bewegen, kein Stück. Oh,
Das war gerade auch ein Kampf gewesen, von hier hinzuhumpeln. Oh, ich weiß nicht, wie ich das später machen soll, ey. So, weil wir noch ganz viel Zeit haben, hat sich mein Bruder schlafen gelegt. Und darauf trinke ich ganz entspannt das wahrscheinlich letzte Bier, was ich im Rucksack drin habe. Geprost. So, das Wasser kocht. Und jetzt wird Essen gemacht. Mittagessen. Wird Öl reingekippt und dieser italienische Fleisch, das geht da jetzt auch da rein. Oh Mann, wieso klappt der Scheißding immer wieder so zusammen, ey? So, Essen ist fertig. Ich muss sagen, sowohl die Nudeln als auch das Fleisch schmeckt gut. Schmeckt richtig gut. So, da vorne steht unser Bus. Wir werden jetzt hier einsteigen. So, wir sind angekommen und von hier aus dauert das voll lange bis zur Brücke. Das heißt, wir müssen gleich Taxi bestellen, damit wir die Sachen dahin transportieren können, weil das geht mit meinen Beinen, das geht überhaupt gar nicht klar. Der ist so fett angeschwollen. Und hier, ich habe noch diese Tracking-Stöcke. Das ist eine Produktplatzierung von mir. Ich wollte die eigentlich für die Bergtour so richtig testen. Aber weil mein Fuß so richtig kaputt ist, kann ich das leider jetzt gerade nicht machen. Aber diese Dinger, die helfen mir sehr dabei, dass ich so ein bisschen laufen kann. Also, dass ich mich da so ein bisschen abstützen kann wegen dem Fuß. Also ich nehme jetzt diese Wanderstrecke als Krückenersatz. Wir werden jetzt gerade mit Taxi abgeholt. So, wir sind gerade Taxi gefahren. Und das hat 11 Euro gekostet, dieser eine Kilometer, diese ganzen Sachen hier rumzufahren. Aber Hauptsache, wir sind in der Nähe von unserem Pennplatz. Aber trotzdem haben wir noch ein paar hundert Meter, um diese Sachen hier rüber zu tragen. Über den Fluss und so weiter. Und das wird richtig scheiße und schwer mit dem Bein. Und wir sind deswegen Taxi gefahren, weil ich kann das überhaupt gar nicht tragen. Weil nicht, dass mein Bruder ein paar Sachen von sich trägt, die dann plötzlich geklaut werden, währenddessen der meine Sachen holt. Und genau, deswegen sind wir mit dem Taxi hergefahren, damit wir ein Auge auf uns haben. Also auf unsere Sachen. Weil da drüben, da laufen ja keine Leute lang und so. Und genau. So, ich werde einmal diese Schwellung mit dem hier zusammenbinden. Damit die Schwellung vielleicht schneller verheilt wird. So wie mein Bruder es gesagt hat und wie ich das gerade auf Google recherchieren konnte. Prüfen, ob das wirkt. Ich hatte mich ja vorher noch nie so richtig mit dem Fuß umgeknickt. Ja, deswegen habe ich auch keine Ahnung, ob das wirkt. Aber ich probiere es mal aus. Aber du musst richtig Druck aufbauen. Du musst das richtig fühlen, dass es richtig so reindrückt. Sonst bringt das nichts. Weil das ist kein Blut, sondern das muss Druck erzeugen. So, mein Bruder ist gerade dabei, die Sachen nach da hinten hinzutragen. Beziehungsweise erstmal vielleicht nur ein Viertel des Weges, damit wir die Sachen besser im Auge haben. Weil ich kann die ja überhaupt gar nicht tragen mit meinem Fuß. Und guck mal, weil mein Bruder meinen Rucksack zu schwer findet, haben wir die Beutel, die da dran hangen, abgemacht. Und jetzt muss er dreimal hin und zurück laufen, anstatt nur zweimal. Cool, oder? Ich habe Arme wie Jesse Pinkman. Aber kannst mitkommen. So.
ganz langsam und vorsichtig. Wenn ich einmal ein bisschen zu unvorsichtig reintrete, dann tut das sofort so richtig weh. Das ist so entzündet alles, das ist voll scheiße. Ich mag das so nicht. Das dauert voll lange irgendwie so zu laufen. Aber die Stöcke, die helfen mir auf jeden Fall dabei so ein bisschen. Da ist so richtig beschissen, mit dem Fuß jetzt hier runter zu laufen und danach nochmal über den Fluss rüber. Über meine selbstgebaute Brücke. Das wird gleich so richtig beschissen sein. So, hier vorne sind die Sachen. Und das war erstmal der erste Spot. Jetzt werden die Sachen erstmal gleich über den Fluss rüber getragen. So, hier vorne ist meine Brücke, die ich selbst gebaut habe. Und das sieht so aus, als ob genau hier vorne jemand anderes eine Brücke selbst gebaut hat. Aber weil das Wasser viel höher ist als sonst und ich mit dem Fuß absolut nicht springen kann oder so oder auflanden kann, mache ich Folgendes. Und zwar, ich ziehe meine Schuhe aus und gehe dann barfuß dann hier rüber bis da drüben hin. Und da drüben ziehe ich meine Schuhe wieder an. Das wird gleich schon wieder so richtig schmierig sein. So, ich schmeiß jetzt meine Schuhe darüber. Und laufe jetzt hier rüber. Über den Fluss. Das weh. Und extrem kaltes Wasser. Oh, scheiße, tut das weh. So, ich habe meine Schuhe wieder angezogen und jetzt weiter zu gehumpeln. So, jeder Schritt strengt extrem an. So, mein Bruder hat die Sachen hier rüber getragen. Ich bin da nicht rüber gegangen, über diese Flussseite, obwohl die näher dran war. Weil ich weiß nicht, wie ich hier so hochkommen soll mit meinem Fuß. Hier auf dieses Fels hier. Das ist steil. Deswegen bin ich ja hinten rumgegangen, da wo ich die Brücke gebaut habe. Das hätte ich heute nicht hinbekommen. Unser Platz ist endlich erreicht. Oh, das war eine richtige Scheiße, damit hierher zu laufen. Das hat mir wirklich alles an Kräften weggemacht. Ich bin jetzt genauso entkräftet wie mein Gehirn. So, der Tarp ist langsam aufgebaut. Und guck mal hier. Also gut, wir haben hier einen Ast, also beziehungsweise einen Baum, um das hier zu spannen. Für den Fall, falls hier kein Baum in der Nähe sein sollte, dann kann man das auch mit diesen hier spannen. Und zwar, man packt den einfach hier drunter. Genau. Und dann hat man hier so eine stabile Fläche, wo man drauf spannen kann. Deswegen fände ich diesen Wanderstock auch voll cool. Das kann man mit beiden Seiten machen. Das ist brauchbar. So, Schlafsack und so weiter ist auch aufgebaut. Und ich fühle mich heute so richtig, richtig, richtig ausgelaugt und schwach. Bei mir geht heute gar nichts mehr. Wegen diesem Scheißfuß.
Das ist richtig anstrengend. Hoffentlich ist das morgen wieder besser. Oh, ich bin für nichts zu gebrauchen gerade. Guck mal, wir werden hier von italienischen Bauarbeiterfahrzeugen belästigt. Der stört uns beim Schlafen. Und mein Fuß, der fühlt sich zwar immer noch nicht ganz gut an, aber ich habe das Gefühl, dass der so langsam ein bisschen stabiler geworden ist als wie gestern. Also das heißt, Heilungsprozess Start kommt. Ich hoffe, ich kann die Tage wieder laufen. So, wenn mein Fuß immer noch kaputt ist und ich so richtig beschissen zum Wasser laufen kann, gebe ich dir die Wasserfilter. Danke. Damit du am Fluss diese ganzen leeren, wie heißen die nochmal, Plastikflaschen auffüllen kannst mit Wasser, damit wir Wasser saufen können. Ja. Und damit wir auch später Koffein kochen können. Ja. Und Tee und sowas. Währenddessen ich jetzt gerade die ganze Zeit hier rumliegen bin und darauf warte, dass mein Fuß heiler wird, ist mein Bruder zum nächsten Einkaufsladen hingelaufen, um dort einzukaufen. Und ich passe hier auf die Sachen auf. Und bald kommt Dunkle, weil die Sonne geht weiter, die Sonne geht langsam runter. So, mein Bruder ist wieder zurückgekommen und er hat etwas eingekauft. Hier ein bisschen Schnitzel, teures Bier. 1,59 für eine Dose ohne Pfand. 500 Milliliter. Das ist krank. Das ist... das ist Italien. Bierpreise. Das ist ein schlechter Preis. Und noch mehr Sachen hat er auch geholt. Und diese Zwiebel hier vorne. Diese Zwiebel, die werde ich jetzt einmal beschneiden. Und dann ein Zwiebel oder zwei Zwiebelscheiben dann direkt hier in meine Wunde mit einbinden. Und ich sehe hier so einen leichten Bluterguss. Das ist richtig beschissen. Und genau, ich werde diese Zwiebel nehmen, beschneiden und dann hier reinmachen. Und danach machen wir Essen. Ja. Mit den Restzwiebeln auch. So, jetzt wird erstmal diese Zwiebel beschnitten. So, ich mache jetzt diesen Verband ab und pack da jetzt so eine versiffte Zwiebel rein, die ich gerade beschnitten habe. So, ich habe gerade die zwei Zwiebeln darauf gemacht und ich bin ganz gespannt drauf. Das war eben gerade total unangenehm gewesen, das da rüber zu rollen. Aber genau, ich bin sehr gespannt drauf, ob das besser wird, ob das schneller heilt. Das muss heilen, das ist ganz wichtig. Weil sonst ist scheiße. Diese italienischen Schnitzel. Die sehen vom ersten Eindruck so richtig scheiße aus, als ob die gleich so richtig scheiße schmecken. Ja, ich werde da so ein bisschen Pfeffer reinmachen. Ja, ich habe da ein bisschen zu viel reingemacht, egal. Ja, diese Schnitzel, die sehen so richtig scheiße aus. Die sehen so richtig billig aus, die Schnitzel. Das wird gleich gefressen. So, Essen ist fertig. Ich muss sagen, Nudeln schmecken gut, aber das Fleisch, das schmeckt so richtig billig. Als wenn das so ein richtiger Billigfleisch wäre. Das ist ein richtiger Scheißfleisch. Ich wäre ein richtiges Lebewesen, weil ich hab grad gegessen. Wir sind gerade auferstanden und guck mal hier, mein Fuß, der fühlt sich immer noch total scheiße an. Der ist immer noch total geschwollen und der zieht auch irgendwie so ziemlich. Aber guck mal, der fühlt sich ein bisschen besser an wie gestern, weil ich bin dieses Mal zum ersten Mal ohne diesen Wanderstock, den hier, bin ich eben gerade Urin machen gegangen. Und das hat geklappt,
Aber kurzzeitig, weil ich irgendwie mit dem anderen Fuß auf so einen Stachel getreten bin, hat das wieder an den verwundeten Fuß gezogen. Und da musste ich wieder ganz schnell wieder hierher. Das war voll scheiße gewesen. Gut. Aber heute ist das Wetter richtig geil. Genau, hier. Richtig geiler Sonnenschein. Ich habe mein Solarpanel rausgemacht. Und das ist ein richtig geiler, die Dreischöpfungswetter. Ich muss mal einen versifften Fummel ausziehen. Weil das Wetter ist geil. Schade, dass ich gerade keinen Thermometer dabei habe. Aber ich habe irgendwie gestern gesehen, dass es heute irgendwie 21 Grad werden sollte. Aber es fühlt sich an wie 25 Grad. Das ist einfach herrlich. Also gut, meine Lieblingstemperaturen werden zwischen 30 und 40 Grad. Aber das hier, das ist auch angenehm. Widerlich. Guck mal hier. Diesen Wanderstock, den haben wir letzte Nacht auch benutzt. Den kann man auch vielseitig benutzen. Ich habe hier mein Licht dran gehangen und wir hatten dann die letzte Nacht hier auf dem Wanderstock Licht gehabt. Das war auf jeden Fall eine voll coole Idee gewesen. Guck mal hier, mein Bruder hat hier seine Powerbank auch da dran geschlossen und dieses Solarpanel. Solange diese Sonne doch scheint. Weil das ist eine richtige voll coole Sonne. Das ist eine italienische Sonne. Die ist viel geiler. Und weil das hat zwei Anschlüsse. Diese, Solarpanel heißt das. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Das lädt Akkus auf. Also Powerbanks heißen die, genau. Das ist geil. Seht ihr diesen Brückenhalter da vorne? Dieser hier. Also diesen Silo oder genau dieser... Dieser Zylinder, der diese Brücke hält. Ich würde da ganz gerne schreiend rumrennen, so wie ich das in dieser Aufnahme bei einem anderen Objekt gemacht habe. Aber ich kann das leider nicht machen. Weil dieser Fuß immer noch kaputt ist. Und das ist richtig beschissen. Ich kann keinen guten Content machen wegen dem scheiß Fuß. Das nervt mich. Alter, sind die viele Ameisen. Scheiße. Es ist richtig geil, dass hier überall Ameisen sind. Guck mal hier, film mal hier. Sieht man das? Hier, die laufen ja alle an meinen Rucksack gelangen. Ja, bei mir sind hier auch überall diese versifften Ameisen. Die sind hier überall. Die greifen uns an. Oder beziehungsweise, nee, die klettert die ganze Zeit über unsere Gepäck rüber. Aber die sind immer noch nicht bei uns in unserem Mund reingelaufen, währenddessen wir geschlafen haben. Aber trotzdem laufen die hier überall rum. Hier auf unserem Gepäck und sowas drauf. Das ist ja alles voll davon. Das sind italienische Ameisen, die am Kopf. Der Krüppel hat putzt gerade Zähne. Es ist schon wieder dunkel geworden. Die Sonne ist langsam runter. Und wir kochen jetzt Reis. Mit Kidney-Bohnen. Genau, diese Bohnen hier. Und Curry-Soße. Und diese Salami. Kleingeschnitten. Und das werden wir dann später essen. Oh, eine Dreckszecke hier. Prüfen, ob ich Zecken im Sack habe. Mein Messer sieht schärfer aus. Dieses urinfarbige Messer, was ich zu Hause habe. Dieses Klappmesser. Ich habe auch ein schärferes Messer, aber warum soll ich das jetzt nehmen? Dieses urinfarbige Victorinox Klappmesser, der ist bei mir schärfer. Ach ja, nochmal zu diesem, den ich Brotmesser genannt habe, der auch so ziemlich schon ein Brotmesser bei mir jetzt in der Küche ist. Dieser urinfarbige Victorinox Messer. Ich habe den nach dem Fanpost öffnen Video. Ich habe den erstmal noch nicht so richtig probiert gehabt, aber danach habe ich den probiert und das ist ein richtig, richtig sauscharfer Messer.
Das mit Tee schneide ich gerne. Ich schneide da sehr, sehr oft drauf, darüber. Der ist sogar manchmal mir zu scharf. So scharf ist der. Der ist richtig geil scharf. Richtig geiles, scharfes Brotmesser. Mein Fuß raubt mir den Verstand. Das ist scheiße. Ich bin sehr gespannt, ob man sich danach vollkotzen wird oder ob man sagt, das ist geil, das macht man wieder. Boah, krass. Das erste Mal, dass ich jetzt gerade den Bein jetzt so rumbewege. Weil sonst war es mal andersrum, also dass ich das so abstützen kann. Weil sonst hatte ich diesen Bein immer hier und das hat immer so richtig an mein Bein gezogen und wehgetan beim Sitzen und das war so ungemütlich. Das ist ein riesiger Fortschritt, dass ich jetzt so sitze. Mit der Seite irgendwie hier so drauf. Oh. Tut das gut, mal so zu sitzen. Vielleicht wird das gefressen. Das ist die Kreation von meinem Bruder. Ja, habe ich selber erfunden heute. Ich werde direkt vom versüfften Topf essen. Vielen Dank und guten Hunger. Ja, ebenso. Bin gespannt auf die Rezension von dir und von mir selbst auch. Ich wünsche dir ganz schlechten Appetit. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ich hoffe, ich werde ganz viel Durchfall bekommen. Das essen wir jetzt mit italienischem Brot. Das ist unser Abendbrotessen. Aber ich finde, das schmeckt scheiße. Es gibt besseres Essen. Es schmeckt richtig widerlich und beschissen und scheiße. Nächster Tag beginnt. Und ich habe keine Ahnung, wie gut sich mein Fuß abgeheilt hat. Weil ich bin doch nicht Urin gegangen. Ich muss doch nicht. Das kann ich erst dann testen, wenn ich Urin gegangen bin. Das erste Mal. Wie sich das anfühlt, wenn ich da irgendwie so ein bisschen auftrete. Ob ich besser laufen kann als wie gestern. Ich bin ganz gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich besser laufen kann. Das ist ganz wichtig. Und darauf, dass ich meinen Fuß noch nicht kontrolliert habe, weil ich noch nicht Urin machen gehen musste, wird jetzt italienischer Pulver-Eistee, genau, getrunken. Damit ich Urin machen muss. Ja, ich muss sagen, der schmeckt gut. Ja. Den kann man richtig gut trinken. So, ich habe meinen Fuß ausgepackt und man sieht auf jeden Fall, dass die Schwellung heute weniger da ist als gestern. Und wisst ihr, was beschissen ist? Und zwar hier. Es regnet. Oder beziehungsweise es nieselt gerade, aber vielleicht kommt gleich ein richtiger Regen. Aber dieser Regen, der nervt auf jeden Fall. Der nervt richtig rum. Währenddessen es jetzt gerade so richtig verseucht und nervtönend regnet, bin ich gerade dabei, italienische Brot mit italienische Wurst zu essen. Das ist mein Frühstück. So, ich gehe jetzt zum ersten Mal Urin machen von heute. Aber ich bin ganz gespannt drauf, ob ich gut auftreten kann. Ja, es zerrt, aber es ist leicht besser als wie gestern. Aber auch nur ganz leicht. Aber trotzdem zerrt das. Und genau, hier vorne ist meine Urinstelle. So, ich habe gerade Urin gemacht und ich muss sagen, ich kann das mittlerweile ohne diesen Wanderstock. Aber ich muss trotzdem extrem aufpassen, weil das zerrt bei jeder kleinsten Bewegung. Irgendwie dieser Fuß. Aber ich muss sagen, Tag für Tag wird es besser. Und die Schwellung ist ja auch wesentlich weniger wie gestern. Also deutlich weniger. Gestern war es viel, viel geschwollener gewesen. Und das ist ja alles nass und so, weil es hat gerade geregnet. Aber egal, lieber hier chillen, als zu Hause in der Wohnung, wo die ganze verseuchte Stadtluft einen in den Kopf drückt und man den ganzen Tag total depressiv und vollkommen energielos ist. Und sich total verklatscht fühlt.
Das ist echt so. Also jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, da bin ich den ganzen Tag müde und energielos. Das ist voll scheiße. Hier habe ich Energie. Und guckt euch mal an, wie nass das hier vorne alles ist. Es hat hier alles so rumgetropft. Und diese ganze Erde ist auch hier nass. Das sieht man an den Unterschied zwischen das hier und das da drin. Dass das da drin trocken ist und das hier nass. Also da, wo ich jetzt mal am Baufuß drauf trete. Und so werde ich mich da hinschillen wieder. Ich bin jetzt schon wieder an diesem Platz hier drin, wo wir die ganzen Tage verfangen sind. Also ich bin hier verfangen auf jeden Fall. Ich komme hier nicht weg. Das ist voll scheiße. Das ist richtig giftig. Guck mal hier. Hier vorne ist eine italienische Spinne. Die kriecht aus meinem Schlafsack raus. Was ist denn das für eine Spinnenart? Die sieht so komisch aus. Die sieht irgendwie giftiger aus als sonst. Die ist mir direkt aus meinem Schlafsack rausgekrabbelt. Das finde ich lustig. Wir haben gerade nachgegoogelt und das ist die giftigste Spinne in ganz Mitteleuropa und zwar der Dornenfinger. Oder was hattest du nochmal raus? Ich habe irgendwas hier von, wie heißt das Ding? Hausdornfinger. Genau, Hausdornfinger. Das habe ich gerade auf Google Lens geguckt. Die giftigste Spinne? Die sieht doch gar nicht so giftig aus. Cool. Das ist die giftigste Spinne von meinem Schlafsack rausgekrabbelt. Von Mitteleuropa. So, ich habe gerade diese giftige Spinne, die uns die ganze Zeit belästigt hat, mit einem Stock rausgeworfen. Also nach da drüben hingesetzt. Und genau, jetzt belästigt ihr uns nicht mehr. Und wir können hier weiter in Ruhe rumchillen. Und darauf warten, bis mein versiffter Fuß heile wird. So, wir sind hier in Wassermangel. Ich übergebe dir den Filter, damit du diese ganzen Flaschen Wasser wieder vernünftig auffüllen kannst. Mit frischem Flusswasser. Das wird alles mit Wasser befüllt. Das dauert richtig lang. Ich weiß. Du hast neues Wasser geholt, das ist sehr, sehr gut. Ja. Das ist richtig gut. Das ist gefiltertes Flusswasser von dem Scheißfluss. Das braucht man zum Trinken, zum Kochen und zum Waschen und zum Zähneputzen und zum Kochen, genau. Dafür braucht man das Wasser. Und um den Boden zu ernähren, also diesen italienischen Boden. Und zum Abwaschen, genau. Das ist richtig geil. Deswegen filtert er das Wasser hierher. Und jetzt wird darauf diesen Tee hier gekocht. Das wird gleich so richtig geil sein. Das werden wir dann gleich trinken, heiß. Dieser urinfarbige Tee ist fertig. Der wird jetzt eingegossen. Und das schmeckt so fruchtig. Jetzt wird Wasser gemacht. Die Nudeln werden gekocht. So, ich werde dieses Fleisch hier hier draufstellen und das so ein bisschen anbraten. Weil das hier, das ist das Fleisch von, ich glaube vorgestern war das oder so. Ja. Genau. Das habe ich nicht aufgegessen. Und der riecht zwar noch gut, aber ich bin trotzdem gespannt, ob ich später Durchfall bekomme, nachdem ich den hier gefressen habe, weil der 2 Tage alt ist. Und wenn ich Durchfall bekomme, dann wird es ganz schwer mit meinem Fuß sein. Das wird dann richtig scheiße sein. Ich will nicht scheißen gehen, zwangsweise deswegen. Aber egal, ich probiere das. Weil das ist mein Fleischstück, das muss aufgegessen werden. Es soll nichts weggeschmissen werden. Ich war an dem Tag, wo ich das hier nicht aufgegessen habe, da war ich einfach viel zu schwach gewesen wegen meinem Scheißfuß. Da bin ich dann sofort pennen gegangen irgendwie und habe das liegen gelassen. Aber genau, ich werde das jetzt auf,
hitzen. Und dann werde ich das mit den Nudeln verspeisen. Währenddessen wir gerade Essen machen, wurden wir gerade von Warten beleuchtet. Und irgendwie scheinen wahrscheinlich Personen hier rüber zu kommen. Kommen die? Hoffentlich nicht. Aber die haben auf jeden Fall hergeleuchtet und das sieht gerade sehr verdächtig aus. Scheiße, die kommen wirklich. Scheiße. Gerade währenddessen wir Essen machen. Lass die Kamera laufen. So, Essen ist fertig und die Leute, die hierher geleuchtet haben, die sind nicht über den Fluss rüber gelaufen und sind dann weggefahren. So, dass wir jetzt Ruhe davon haben. Und wir hoffen auf jeden Fall nicht, dass das irgendwie Ordnungsamt oder Polizei war. Dass die irgendwie dann später nochmal herkommen oder so. Weil das ist sonst scheiße, wenn die herkommen. Und weil ich kann ja nicht laufen. Das wäre richtig scheiße. Ich kann ja auch überhaupt gar kein Italienisch und sowas. Und ich werde jetzt die Schnitzel hier essen, was jetzt 2 Tage alt ist. Und das Schnitzel schmeckt immer noch scheiße. Hier geht's zum 4. Teil des Italien-Trips. Aber falls der noch nicht veröffentlicht sein sollte, kommt ihr stattdessen eine Alpenbergwanderung, wo ich mit 30 Kilo Startgewicht auf dem Rücken auf die Zugspitze hochgelaufen bin.